Lesen. Also ich habe ja gerne Comics gelesen, so wie das hier. In Mathe ging so. Und in Naturwissenschaften, eigentlich fand ich Chemie immer ganz spannend. Herzlich willkommen hier bei Sozialverzogen, dem Kanal für Eltern und Pädagogen und dem Kanal für deinen Weg zum authentisch-empathischen Pädagogen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute gibt es einfach mal was ganz Aktuelles. Denn vor kurzem, um genau zu sein, vor ein paar Tagen gab es die neue PISA-Studie. Und ja, ihr werdet merken, es ist mal fernab von meinem ganzen Lernmotivatoren-Kram, aber es hat mit Bildung zu tun und da will ich mal ein Statement dazu geben. Real Talk zur PISA-Studie. Große Aufruhr. Deutschland ist schon wieder ziemlich schlecht. So, und was das wirklich jetzt damit auf sich hat, das können wir ja hier mal kurz klären. Die PISA-Studie gibt es seit 2000 und in bestimmten Abständen wird diese PISA-Studie erhoben. Diese PISA-Studie ist eine repräsentative Studie, die aussagt, wie gut ist so das Bildungsniveau in den verschiedenen Ländern. Und dann gibt es bestimmte Prüfverfahren in Lesekompetenz, in mathematischer Kompetenz und in naturwissenschaftlichen Kompetenzen. Das sind so die wichtigsten Bereiche, die da abgefragt werden. Wie der soziale, ökonomische und persönliche Bereich. Und da muss ich sagen, ist Deutschland nicht ganz weit hinten, auch nicht so weit super mittig, aber halt auch nicht ganz vorne. Ganz vorne stehen Estland und Finnland. Ja, wer hätte das gedacht? Estland? Hä? Die ganz vorne? Wo ist Estland überhaupt? Jetzt gucken wir uns doch einfach mal an, wie schlecht das denn wirklich ist. Und da war mir zum Beispiel wichtig zu sagen, okay, wie viele Punkte in den Bereichen hatte denn Deutschland beim letzten Mal? Und ist dieser Drop, den es da gab, wirklich so schlimm? Ist der so dramatisch, dass man jetzt wieder ein Fass hier aufmachen muss? 2018 ist jetzt die aktuelle Studie. Die letzte Studie ist von 2015. Ja, also quasi alle 3 Jahre wird diese Studie erhoben. 2015 hatte Deutschland im Lesebereich 506 Punkte. Dieses Mal nur 498 Punkte. Das heißt, das sind 8 Punkte Unterschied. Okay, gut. Finde ich persönlich jetzt, ja, ist blöd, es gab einen Abfall, aber es ist nicht so mega dramatisch. Es sind ja jetzt nicht plötzlich 50 Punkte. Ja, dass man jetzt sagen könnte, krass, was ist da denn passiert? Vielleicht sollten wir mal wieder mehr lesen. Ja, aber dazu kommen wir noch. Im mathematischen Bereich hatten wir 2015 509 Punkte, jetzt nur noch 500. Okay, 9 Punkte Unterschied. Gut. Und im Naturwissenschaftlichen hatten wir 2015 509 und dieses Mal 503 Punkte. Das heißt, wir haben überall ein bisschen abgenommen. Aber es ist auch nicht so, dass man jetzt sagen müsste, oh Gott, Gott, sind wir scheiße. Was ist das für eine Generation? Wie soll die irgendwann mal später die Wissenschaft hochhalten und die Universitätsseele füllen? Stopp, 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 stopp. Meine Meinung. Jetzt kommen wir dazu. Das ist meine Meinung dazu. Das könnt ihr andere Meinung sein. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann ab in die Kommentare damit. Dann können wir diskutieren. Sehr gerne sogar. Denn meine Meinung ist ja. Wir müssen in der Bildung definitiv was tun. Da bin ich fest davon überzeugt. Das kann nicht sein, dass ich hier in Schulen gehe und die sehen aus, naja, wie eine Besenkammer. Völlig verdreckt, unaufgeräumt, egal. Das ist ein anderes Thema. Das ist eine Rahmenbedingung. Okay. Aber wenn ich eben auch sehe, dass Lehrpersonal nicht mehr fit genug ist für, ja, die Kinder, die eben auch fitte Leute brauchen, die das auch sehen wollen, dass ein Lehrer da vorne steht und Leidenschaft hat und Bock hat, Leuten was beizubringen. Ja, da pauschalisiere ich nicht alle Lehrer, das muss hier klar sein, ja. Aber ich bin auch mal in Schulen unterwegs und da muss ich immer wieder sagen, okay, wenn das so aufgebaut ist hier, dieses ganze System, ja, wie soll man dazu die Leute kriegen? Da ist die Welt draußen definitiv interessanter als die im Klassenzimmer. Und gehen wir von uns aus, Mann, wie interessant war Schule immer?
Es war wichtig, aber das Leben war wichtiger. Das muss man einfach immer sagen. Und hier ist einfach der Punkt, hier wird aufgebauscht. Ja, Deutschland ist am Abgrund und was soll aus den Leuten werden? Und ich hatte den Blog, wollte ich mir eigentlich durchlesen, auch zu diesem Thema, aber bin ich irgendwie nicht dazu gekommen. Aber die Überschrift war, vielleicht sollten wir weniger PISA machen, sondern mehr Bildung. Und genau das ist auch meine Meinung. Man sei mal dahingestellt, was in diesem Blog stand. Meine Meinung ist auch, wir müssen gucken, dass wir die Bildungseinrichtungen stärken, dass wir die Menschen, die hinter diesen ganzen Lehrerpulten und Erzieherstühlen stehen und sitzen, die müssen gestärkt werden, die müssen besser vorbereitet werden, die Ausbildungen müssen höher gesetzt werden, intensiver gesetzt werden und vor allen Dingen dann auch der Mehrwert hinten raus muss auch für den, der diesen Beruf ausübt, auch größer sein. Da reichen nicht mal eben 100 Euro mehr. Deswegen bin ich auch immer der Meinung, protestiere manchmal für die falschen Sachen, nicht für Geld, sondern für mehr Wert. Für mich ist mehr Wert viel wertvoller als mehr Geld. Ja? Wenn ich mehr Geld haben will, dann muss ich gucken, dass ich nebenbei vielleicht noch irgendwie einen eBay-Account laufen lasse. Ja, dann kriege ich auch mehr Geld. Aber eine Wertigkeit kriegt man mit 100 Euro mehr auf gar keinen Fall. Aber gehen wir mal ins Detail. Was sagt PISA schon aus? Jetzt nehmen wir mal China. China ist das Megaland. Da gibt es Drill, da gibt es alles. Ja, das ist eine ganz andere Lernumgebung, die es hier in Deutschland gibt. Gott sei Dank. Ich meine, ja, man kann auch die Jugendlichen und Kinder dazu foltern. Das ist jetzt doll ausgerückt, ja, sorry, aber Dinge zu lernen. Oder man kann ihnen die Neugier schenken und die Neugier wecken, diese Wege selber zu gehen, weil dann ist der Mehrwert aus dem Gelernten viel größer, als wenn man dauernd peitscht und dauernd auswendig lernt und dauernd dies und dauernd das. Ja, definitiv, China ist innovativ, viel Technologie und so weiter und so fort, definitiv, aber das sind doch teilweise keine Menschen. Dann muss man sich nämlich dazu, zu diesem Drill, wie in Japan zum Beispiel, auch in Korea teilweise, muss man sich mal die Suizidraten in den Altersstufen angucken und die sind nicht ohne. Das kann ich dazu sagen. Und ansonsten muss ich sagen, PISA, ja, ist eine schöne Studie, es gibt ein paar Punkte, es ist so ein bisschen wie Fußball, ne? Wenn man da gut ist, dann kriegt man da, dann ist man Erster. Und dann, letztendlich sagt das doch eigentlich gar nichts aus. Es ist ein Punktesystem für bestimmte Bereiche, wo irgendjemand entschieden hat, das spiegelt das Wohlergehen von, ja, Bereichen wieder, die Jugendliche oder Kinder eben haben in den Ländern, haben aber alle mit anderen Rahmenbedingungen zu tun. Leute, das ist mal ganz wichtig. Guckt euch immer die Rahmenbedingungen an, guckt euch an, welche Bildungsaufgaben auch gerade parat sind. So ist es hier in Deutschland häufig auch die Inklusion, die total gut ist vom Ansatz, aber natürlich auch da Verbesserungen nötig ist. Aber auf der anderen Seite hat man dann wieder in anderen Ländern, ja, ich war vor ein paar Wochen in Polen, da ist das sehr gleich. Und dann hat man natürlich auch eine ganz andere Bildungsvoraussetzung, wenn alle nämlich die gleiche Sprache sprechen zum Beispiel, dann ist es relativ logisch, dass Lernerfolge schneller kommen, als wenn Kinder erstmal eine Sprache lernen müssen. Das ist klar, ne? Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Das ist klar. Das sind eben so Stolpersteine, die werden hier gar nicht beachtet. Hier werden so komische Fragen beantwortet, wie bei Günther ja auch auf dem Stuhl beim Quiz. Und dann spiegelt das irgendwie so ein bisschen das Bildungsniveau wieder. Ja, und wie können wir Bildung besser machen? Das ist natürlich eine grundsätzliche Frage und dazu reicht auch dieses Video nicht. Das kann ich euch sagen. Grundsätzlich muss ich sagen, ja, mehr Geld. Ich glaube, es ist viel Geld da. Die Frage ist immer, wie wird Geld benutzt, um bestimmte Dinge besser zu machen? Das ist doch die Frage. Wenn wir daran denken, dass, wie vorhin schon gesagt, Schulen sehr marode aussehen, Kitas gerade so ausgestattet sind, dass sie, sage ich jetzt mal, basteln und Musik machen können, dass wir aber von digitalen Kitas reden, von digitalem Lernen und da auch viele, viele, viele Bildungseinrichtungen immer noch hinterherrennen und gar nicht wissen, wie sie das umsetzen sollen, weil da reicht es nicht nur, ein paar Tablets in die Schulen reinzugeben, Computer, sondern das Personal muss geschult werden dafür. Das ist ja wohl klar. Wenn da die Kompetenz fehlt, dann ist Bildung auch gleich null. Als wenn du einen Sportlehrer da hinstellst, der noch nie Sport gemacht hat. Das ist halt doof. Macht keinen Sinn. Und deshalb ist es wichtig, dass wir anpacken und sagen, okay, wir fangen schon von Grund auf
im Kindergarten dem Ganzen mehr Wert zu geben, weil Bildung findet nämlich schon im Kindergarten statt. Das ist nicht nur Betreuung und Aufbewahrungssystem, sondern da beginnt das Lernen. Und das müssen wir wissen. Und da müssen wir viel mehr in das Personal stecken, eine höhere Wichtigkeit reinstecken, dass das Personal selbst merkt, okay, wir sind hier an einem wichtigen Punkt in der Bildungsentwicklungsreihe. Und da müssen wir unglaublich reinbuttern, damit die Leute wirklich mit viel mehr Leidenschaft bei der Sache sind. Und ja, Geld wiegt nicht alles auf. Das muss ich auch sagen. Der soziale Bereich lebt davon, dass man definitiv mit Leidenschaft da rangeht. Das muss ich schon vorher sagen, das ist klar. Aber ich denke, wenn man in der Öffentlichkeit schon stärker wahrgenommen wird, weil man auch vielleicht mit einem Lehrer gleichgesetzt wird, dann haben wir auch die Chance, dass wir schon von Beginn an viel mehr leisten können, viel mehr umsetzen können. Und wie schlimm ist das Ergebnis jetzt? Ah, Leute, wisst ihr, das ist eine Momentaufnahme, die sollte man schon ernst nehmen. Klar, es ist so ein kleiner Querschnitt, der ist nett, aber er sagt nichts über das ganze Bildungsverhältnis in unserem Land aus. Sicher ist, es gibt große Diskrepanzen, wenn ihr euch auch die verschiedenen Bundesländer anguckt, das ist klar. Da gibt es immer noch Diskrepanzen, die sollte man so langsam aber sicher verschieben. Gucken, was macht dieser Staat besser als dieser Staat, und dann müssen wir uns einfach besser austauschen. Bildung ist ein hohes Gut, definitiv, und soll gar nicht in so einen elitären Kram abrutschen, der unglaublich teuer sein soll oder sowas. Aber Fakt ist, er braucht mehr Wert, viel mehr Wert. Die Lehrer müssen besser unterstützt werden in den Klassen. Es wird immer schwieriger, das muss man einfach sagen. Die Bildungsaufgaben sind komplizierter als früher. Früher hat man sich hingesetzt, wusste man, oh, der Lehrer steht da, ich halte mal die Klappe und dann wird hier durchgezogen. Aber auch schon zu meiner Schulzeit muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da gab es Situationen, wo ich mir schon gewünscht hätte, dass ein Lehrer viel standhafter ist und viel authentischer, als das heutzutage teilweise ist. Denn machen wir uns nichts vor, auch wir als Pädagogen, wir könnten den Lehrern in dieser Sache total viel Arbeit abnehmen. Und wenn dafür zum Beispiel viel mehr Geld aufgewendet wird, dass wir sogar Oberschulen betreuen, Grundschulen viel besser betreuen können, ja, viel bessere Kooperation herrscht, dann schaffen wir es auch, das Bildungsniveau zu steigern. Momentan, und das sage ich euch ganz ehrlich, ist es häufig ein Gegeneinander, weil die Lehrer denken, sie sind hier und Pädagogen denken, sie sind hier, aber sie schaffen es selten auf diese Ebene. Da heißt es dann eben schon mal, na Mensch, ich habe studiert, du hast nur eine dreijährige Ausbildung. Ja, ich bin besser als du. Ja, das ist halt totaler Schwachsinn. Ich hoffe, ihr kapiert so ein bisschen meine Meinung. Ich bin da schon auch ein bisschen emotional, weil Bildung einfach eine unglaublich wichtige Rolle auch in meinem Leben spielt, dadurch, dass ich ja viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe. Und ich bin der Meinung, wenn jeder auch, ähnlich wie mit Klimaschutz, jeder zu Hause noch einen Ticken mehr macht und dadurch auch Lehrer und Kindergartenerzieher unterstützt, dann schaffen wir es gemeinsam nach oben. Jetzt einfach nur zu sagen, das ist Aufgabe der Lehrer und das ist Aufgabe der Pädagogen im Kindergarten, das ist zu einfach. Die Lösung ist Quatsch. Ja, die führt zu nichts. Wir müssen alle daran arbeiten, dass Kinder ein hohes Bildungsniveau erreichen können. Okay. Gut, Leute, das war mal ein ganz anderes Video. Puh, ist jetzt auch ganz schön lang geworden, glaube ich. Haut doch mal in die Kommentare, was ihr über die PISA-Studie denkt. Vielleicht habt ihr ja auch coole Lösungsansätze, die wir in Zukunft auch stärker verfolgen können. Würde mich interessieren, haut das also in die Kommentare. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Deswegen Abo mitnehmen, Glocke drücken, damit ihr wisst, wann wieder ein neues Video bei mir kommt. Und dann, Leute, greifen wieder voll an auf dem Weg zum authentisch empathischen Pädagogen. Geht gerne auf meine Website sozialverzogen.de und checkt aus, was ich mit euch so machen kann. Und dann schreibt ihr mir einfach eine E-Mail und ich komme bei euch vorbei. Also dann, viel Spaß noch. Ich gehe jetzt, glaube ich, mal eine Runde lesen. Allerdings digital. Bis dann, ciao.